Du hast den mittleren Schulabschluss nach der Realschule oder Gesamtschule. Und wie bekomme ich die volle Fachhochschulreife? Ich will schließlich studieren. Natürlich musst du in 2 Jahren die Prüfung bestehen. In Betriebswirtschaftslehre, Englisch, Deutsch und Mathe. Und dann brauchst du noch ein halbes Jahr Praktikum. Oder du machst eine Ausbildung oder ein FSJ. Naja, wir machen hier viel. Es gibt Fußballturniere, iPad-Unterricht, wir sind eine Europaschule und vieles mehr. Und du kannst zwischen 3 Schwerpunkten entscheiden. Interessiert? Dann komm doch im Oktober oder im November vorbei. Die Termine findest du auf der Homepage. Ende des ersten Halbjahres startet die Anmeldung. Das geht nur persönlich nach einer Beratung bei uns in der Schule. Eine Online-Bewerbung auf schulbewerbung.de ist möglich, aber nicht notwendig. Komm einfach vorbei. Bitte bring dein Halbjahreszeugnis und einen Lebenslauf mit. Ein Foto brauchen wir nicht. Wir freuen uns auf dich.